Was steckt hinter der neuen Datenschutzerklärung von WhatsApp und welche Alternativen gibt es? Wir erklären es euch. Hallo bei einer neuen Folge Fuzu Explains. Das Facebook-Unternehmen WhatsApp wird seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie aktualisieren. Darin steht im Grunde, dass der Messenger-Dienst Daten mit anderen Facebook-Unternehmen teilt. Dazu gehört unter anderem zum Beispiel die umstrittene VPN-App Onavo. Sehen wir uns das also mal genauer an. Um weiterhin Gebrauch von dem Messenger-Dienst machen zu können, muss man jetzt bis 8. Februar der neuen Erklärung zustimmen. Wer das nicht tut, kann WhatsApp nicht mehr verwenden. Die neuen Bestimmungen bedeuten im Wesentlichen, dass sämtliche Daten künftig für das gesamte Facebook-Unternehmen genutzt werden können. Darunter fallen zum Beispiel Daten wie Profilnamen, Profilbilder oder auch Telefonnummern. Nach reichlich Kritik betont Facebook laufend, dass dieser entscheidende Teil nur für Länder außerhalb Europas gelte. Laut der in der EU geltenden Datenschutzgrundverordnung darf WhatsApp nicht einfach so persönliche Daten weitergeben. Und genau dieser Punkt sorgte für Verwirrung. Denn klar ist, dass den neuen Richtlinien zugestimmt werden muss, um WhatsApp zu verwenden. Laut den bestehenden Nutzungsbedingungen werden auch in der EU Daten zwischen Facebook und WhatsApp geteilt, jedoch nicht zu eigenen Zwecken der Facebook-Unternehmen. Wie sich das aber genau gestaltet, ist nicht klar. Fakt ist, einen Datenaustausch gibt es. Und wer das nicht will, der muss theoretisch einen schriftlichen Widerspruch bei WhatsApp selbst einbringen. Und selbst dann ist nicht klar, ob diesem Widerspruch entsprochen wird. All das sorgt dafür, dass es bei anderen Messenger-Diensten immer mehr Anmeldungen gibt. So kämpfen Signal oder die Schweizer App Threema gerade mit einem Nutzeransturm. Von Elon Musk und Edward Snowden empfohlen, verspricht Signal gute Datensicherheit. Chats und Telefonate sind Ende zu Ende verschlüsselt und die kostenlose App ist Open Source. Kostenlos ist Threema nicht, aber im Vergleich zu Signal braucht es keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Man bleibt also anonym. Nutzerdaten werden außerdem nicht auf den Servern verwaltet. Es zeigt sich also, wer den erhöhten Datenaustausch zwischen Facebook und WhatsApp auf jeden Fall verhindern möchte, der greift in Zukunft wohl lieber zu anderen Messenger-Diensten.